So, und damit herzlich willkommen zur, zu Heretic, zweite Episode, oder zur zweiten Episode von Heretic, Map 1. Na nun? So, perfekt. Eieiei. Mal gucken, wer das wird. So. Wo sind wir hier? Klappe. Okay, ist Geschichte, hier liegt sogar über Munition rumfliegen zu Waffen. Aber kann sein, dass es die ganzen Waffen, die ich mir sowieso extra aufgehoben habe, sowieso hier in der ersten Map wieder gibt's. Hätten wir doch direkt gleich von Episode 2 starten können. So, da gibt's sogar ein Teelicht. Sehr schön. So. Und den alten Bekannten. So, da ist ein Schalter, aber bevor ich den drücke, will ich erstmal gucken, was überhaupt alles abgeht. So, also hier ist eine Tür, die zu ist. Okay, das war eine Tür. Ja, dann müssen wir doch den Schalter erstmal klicken, die klicken. Keine Falle. Langweilig. Uah! Oh, Kock. Ja, dann will mal sagen, hier, ne? Immer gib ihm. Okay, vier Schüsse. Geht ja sogar. Ich würde mal sagen, wir locken erstmal wieder alle raus. Ne, diese Standardmethode funktioniert ja, außer wir hängen uns überall fest. Funktioniert ja relativ gut. Oh, sogar so ein Flugdingsbumster. So, kommen jetzt alle oder kommt jetzt nur die Hälfte oder so? Alter, von diesen Feuerdingen möchte ich aber nicht gerade getroffen werden. Die sehen schmerzhaft aus. Au! Sag ich doch. Warum haben wir nur 23 Leben? Was ist geschehen? Was ist passiert? Alter! Danke. 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 Danke, danke und ja. Oh ja, 61 Leben geht ja. Kann sein, dass wir das Level, also dieses Boss-Level mit unzureichendem Herz Leben, also nicht 100% Leben verlassen haben. Dass ich da mal wieder zu schnell war. Das wäre eine Katastrophe. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Okay, da geht was rein. Und ich meine damit nicht deine Freunde. Ist ja gut jetzt. Ja, also von der anderen Seite habe ich schon Schlüssel gesehen. Die Frage ist, ich denke mir nicht, man kommt hier besser rein, weil es hier gerader ist. Ich hoffe mal, das geht auch weiter. Ja. Nee, doch. Okay, wir sind wieder am Anfang, aber mit Schlüssel. Gut, dann. Ach, gelbe Tür ist da. Wir nehmen mal die hier. Kann sein, dass hier noch... Es gibt zwei Secrets, okay. Weil eben, das liegt hier Munition für die blaue Waffe rum, also für meine Minigun. Aber hier gibt es keine Minigun. So wissen, habe ich noch keine gesehen. Die Map ist ja noch lange zu Ende. Viel gerumpelt hier. So, zwei Secrets.
Und es gibt auch noch 5 Gegner. Was sieht denn noch Secret aus? Ah, da hinten gibt's die Waffe. Vorsicht. Yay! Halt also, man bekommt tatsächlich schon alle wichtigen Waffen gleich von Anfang an. So, und irgendwo war gerade noch ein G, da ist ja noch ein Vogel. Boah, Alter! Green? Ach, da hinten. So. Wenigstens haben wir jetzt wieder 100% Leben. Okay, ich könnte schwören, dass hier noch ein paar Gegner fehlen. Es fehlen noch 4 Gegner und alle beiden Secrets. Ich dachte, die beiden Sachen wären die Secrets. Na gut, okay, Schlüssel kann ja kein Secret sein. Den Schlüssel braucht man ja. Das heißt, wir haben noch 2 Secrets offen. Und da die Map gerade noch 5 Minuten lang ging, nehme ich mir auch mal die Zeit und suche nach dem Secret. Und hoffe, dass ich sie irgendwie mal finde. Wo könnten Secrets sein? Am ehesten hier. Ah. Okay, war aber kein Secret. Ah. Oh. Lol, eine neue Waffe. Na, schau mal einer an. Nice. Die Waffe gefällt mir aber. Was ist das für eine? Das ist doch diese. Ja, das ist die Minigun. Nicht Minigun, sondern diese Plasma-Waffe. Nice. Ja, die hat ordentlich Damage. Hat natürlich auch wie die echte Minigun. Wie die echte Plasma-Waffe natürlich langsam schießende Munition. Ist also relativ. Ja. Unvorteilhaft bei bewegenden Monstern oder bewegenden Zielen, sage ich jetzt mal einfach mal allgemeingültig gesagt. Aber hat halt unglaublich viel Durchschlagskraft. Ja, und diese BFG, die ich am Anfang gleich in der ersten Map gezeigt hatte, die hat natürlich noch mehr Durchschlagskraft. Verschießt aber, glaube ich, die Munition auch noch langsamer. Das heißt, da muss man wirklich sehr nah am Gegner dran stehen, wenn dieser sich bewegen sollte. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir haben gerade mal. Also ein Secret ist noch offen. Und wir haben auch noch 4 Gegner offen. Das gefällt mir nicht. Ah, ich glaube, ich sehe was. Da hinten ist noch so ein zweiter schwarzer Strich. Hier. Ah, na, schau meine an. Na komm. Wow. So, da haben wir schon mal die Gegner. Einer fehlt noch. Oh, und ein Schild. Sehr schön. 100 Rüstung, 100 Leben. So kann man doch ein Level verlassen. Boah, Alter, jetzt bin ich beinahe hier direkt in die Lava gerannt. Das wäre natürlich wieder was gewesen. So, hier war das Ziel. Sehr schön. Na, das war doch ein gebührender erster Start. Okay, ganz schön tief hängende Decke. Aber das gucken wir uns in der nächsten Aufnahme an. In der nächsten Map. In der nächsten Folge. Schauen wir mal.